Hier sind die 25 schönsten Tore der letzten Saison. Traumtor! Und wie wäre es mit diesem Prachtstück beim Spiel Fulham gegen Newcastle? Then gets it back from Bruno. Oh, what a goal! Kein Wunder, dass dieses Tor von Miguel Almirón zum Tor des Monats in England gekürt wurde. Und auch unser nächstes Tor ist wunderschön zum Anschauen. Wir springen nach Italien, zu einem der Überraschungsteams dieser Saison, Inter Mailand. Die marschierten ja bis ins Halbfinale der Champions League, auch dank der Tore von Hakan Çalhanoğlu. Dass der einen guten Schuss hat, das durfte auch Dortmund vor ein paar Jahren erleben. Dieser Schuss in der letzten Saison war nur aus guten 30 Metern. Da blieb Verona nichts anderes übrig, als doof zu schauen. Und auch Real Madrid ist eine Mannschaft gespickt mit Topspielern. Und beim Spiel gegen Mallorca, da wollte Valverde zeigen, dass er es ganz alleine mit einer ganzen Mannschaft aufnehmen kann. Was für ein Solo. Und wenn wir von Überraschungsteams aus Italien sprechen, dann darf dieses hier nicht fehlen. SSC Neapel. Die holten sich ja mal wieder die Meisterschaft in Italien. Auch dank Megastürmer Victor Osimhen. Der knipste ganze 26 Tore in der Liga. Was für eine Technik, das sieht so einfach aus. Februar 2023, wir sind im Achtelfinale der Champions League und die beiden Teams aus dem letzten Finale treffen aufeinander. Real Madrid gegen Liverpool. Beim Rückspiel gegen Liverpool schnell 2:0 in Führung, doch dann der Auftritt von Vinicius Junior. Er dreht sich auf engstem Raum und dann ein Schuss ins lange Eck. Perfekt gemacht. Das sollte der Wendepunkt im Spiel werden, denn zu allem Überfluss passierte dann das hier. Ein Torwartfehler im Spiel Liverpool gegen Madrid. Ja, das ist ja jetzt schon fast Tradition. Madrid gewann am Ende mit 5:2. Und wo wir gerade von Traditionen und Legenden sprechen, Lukas Podolski. Ja, der deutsche Weltmeister ist tatsächlich noch aktiv in der ersten polnischen Liga. Und er hat's immer noch drauf. Lewandowski knipste ja eine ganze Weile in der Bundesliga und das ziemlich erfolgreich. Doch dann im letzten Sommer wollte er eine neue Herausforderung. Er ging nach Barcelona und auch dort machte er da weiter, wo er in Deutschland aufgehört hatte. Ein Tor mit der Hacke. Wir hatten in der letzten Saison nicht nur Spiele in den jeweiligen Ligen der Länder, nein, wir hatten auch eine Weltmeisterschaft mit wirklich wunderschönen Toren. Und Vincent Aboubakar aus Kamerun gab uns ein ganz besonderes. And the chip will find the... Was für ein wunderschöner Lupfer. Ein weiteres wunderschönes Tor der Weltmeisterschaft lieferte uns Youssef En-Nesyri. Wir sind im Viertelfinale und Marokko trifft auf Portugal. Beide Mannschaften kämpften und dann plötzlich in der 42. Minute En-Nesyri! Zum Zeitpunkt des Kopfballs befand sich der Torschütze En-Nesyri unglaubliche 2 Meter und 78 Zentimeter in der Luft. Damit schlug er sogar den legendären Kopfballtreffer seines Gegners Ronaldo. Doch wer war der große Gewinner der WM? Lionel Messi. Doch auch bei Paris sorgte er für Wahnsinnsmomente. PSG spielte gegen Lille. Es stand 3:3 und es gab nochmals Freistoß. Wir sind in der 5. Minute der Nachspielzeit. Wahnsinn. Zurück nach England zum Tor des Monats im März. Was für ein Tor von Wolverhampton-Spieler Johnny. Ja, der Torwart von Leeds fand das Ganze nicht so schön. Auch Theo Hernandez von AC Mailand war angefressen und dachte sich, hey, ich hau das Ding jetzt alleine rein. Ecco la Saramanda del Theo, 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 se ne è andato Theo, se ne è andato Theo. Il tiro. Da gibt's nichts zu diskutieren. Ein wunderschönes Tor. Aber über die Frisur, ja, da kann man sich streiten. Und einfach mal draufhauen, das dachte sich wahrscheinlich auch Matto. Ein Tor aus dem Nichts. Zurück nach Italien. In der Liga gab es ja einige tolle Tore in den letzten Jahren. Und das Tor vom Niederländer Tön Koopmeijers kann da auf jeden Fall mithalten. Aber bevor er das schoss, da machte er zuerst das hier. Und dann noch eins. Und zum Abschluss dann dieses. Ja, der traf an diesem Abend von überall. Wir hatten die Spanier, wir hatten die Engländer, wir hatten die Italiener. Aber wo ist eigentlich die französische Liga? Puh, was für ein Kunststück von El Ibahi von Montpellier. Und weil es so schön war, bleiben wir in der französischen Liga.
humorlos, trocken, eiskalt. Birama Touré von Auxerre mit ganz viel Gefühl. Gereicht hat es aber trotzdem nicht und Marseille gewann mit 2:1. Wir nähern uns langsam, aber sicher den Top 3. Aber zuerst zurück zur WM. Wir sind in der Gruppe C. Am ersten Spieltag gab es die Sensation. Saudi-Arabien schlug Argentinien. Am letzten Spieltag kämpften alle Teams in der Gruppe ums Weiterkommen. Mexiko traf auf Saudi-Arabien und es gab Freistoß aus über 30 Metern Entfernung. Luis Chaves haut das Ding mit über 120 km/h ins Tor. Gereicht hat es aber nicht. Mexiko und die Saudis schieden in der Gruppenphase aus. Und anschnallen solltet ihr euch jetzt auch bei unserer Nummer 8. Was für ein Knaller von Alex Grimaldo beim Spiel Benfica gegen Maccabi Haifa. Doch unser nächstes Tor ist noch schöner. Das Tor des Monats August in England. Newcastle spielte gegen die Wolverhampton Wanderers. Newcastle lag 0:1 hinten und wir sind bereits in der 90. Minute. Alles sah nach einer Niederlage aus. Wie perfekt trifft Saint-Maximin bitte den Ball. Eines der geilsten Tore dieser Saison. Und wenn es ums Toreschießen in England geht, dann müssen wir auch über Erling Haaland sprechen. Und eines seiner schönsten war gegen seinen Ex-Club Dortmund. Was war das für ein verrücktes Spiel in der Champions League? Zuerst ging Dortmund in Führung, doch City glich aus. Und dann... Haaland, der Akrobat. Ich hätte mir bei der Aktion wahrscheinlich zig Knochen gebrochen. Und willkommen in unseren Top 5. Und ich weiß, was ihr sagt. Hey, wo ist eigentlich die Bundesliga? Mit guten 100 km/h haut Yannick Haberer von Union Berlin das Ding ins Netz. Da will ich nicht im Weg stehen. Und auch unsere Nummer 4, die kommt aus Deutschland. Wieder ist eine Mannschaft aus Berlin beteiligt. Jetzt wieder die Hertha. Da ist Richter. Marco Richter, Traumtor. Was für ein Knaller von Marco Richter. Kein Wunder, dass das Ding zum Tor des Monats im September gewählt wurde. Und hey, wenn ihr nicht wollt, dass unsere Fußballvideos an euch vorbeifliegen, wie der Ball bei diesem Torwart, dann abonniert uns. Und jetzt die Creme de la Creme, die Top 3 der Saison 2022-23. Bühne frei für Nuno Santos von Sporting Lissabon. Bitte was? Ein Rabona-Schuss? Keine Chance für den Torwart. Und unsere Nummer 2 war beim Champions-League-Kracher PSG gegen Juventus. Und wer war der Torgarant bei Paris? Wunderstürmer Kylian Mbappé. Alle waren gespannt aufs erste Spiel in der Gruppenphase. Die Stimmung im Stadion war top. Und in der 5. Minute zeigte Mbappé mal wieder, warum er zu den Besten der Welt gehört. Schneller Antritt in den Raum und dann technisch perfekt. Hat aber, wie wir alle wissen, nichts gebracht. Trotz Mbappé, Messi und Neymar schied Paris gegen Bayern aus. Und unsere Nummer 1, ein Tor für die Ewigkeit. Brasilianer Richarlison mit einem wunderschönen Treffer. Und wenn ihr die lustigsten Torwartfehler der Geschichte sehen wollt, dann schaut euch mal dieses Video an.